Hallo, ich bin Philipp Haas von Investor Search. In diesem Video möchte ich euch eine Aktie, die wahrscheinlich die, zumindest bei den größeren Aktien, die beste ist seit Jahresstart, die Super Micro Computer Aktie. Ihr seht aber auch an dem Logo, das ist jetzt kein Startup, was es seit 3, 4 Jahren gibt, sondern ist schon ein bisschen länger am Markt. Die Performance seit Jahresstart, warum ist es so stark? Das liegt an dem AI-Thema, die einen würden sagen Hype oder Blase. Ich denke, es ist ein bisschen was in der Mitte. Wir haben hier sicherlich einiges an Übertreibungen. Allein wenn man sich den Chart, wie gesagt, hier anschaut, das ist schon eine Fahnenstange, die dann schön bei 1000 abgeprallt ist. Und jetzt ist der Trend, die Frage, was er jetzt macht, gibt einen Gegentrend. Also das sah aus Trading-Gesichtspunkten vor einer Woche noch ein bisschen besser aus. Die Firma wurde 1993 gegründet und der Gründer Charles Yang ist immer noch CEO, das ist schon mal positiv, der auch ein Techie ist. Also er hat einige Patente selber sogar auf seinen Namen im Bereich dieser Server-Architektur. Und warum ist die Aktie jetzt so stark gewesen? Wir sehen es hier, Beschleunigung vor allem von AI oder KI, künstliche Intelligenz. Und man muss es ja eigentlich so vorstellen, sie sind ein B2B-Computerhersteller. Ja, das heißt, sie kaufen Chips ein von AMD, aber natürlich auch von Nvidia und bauen dafür dann solche Computer, haben da ein bisschen auch eigene Technik, dass das irgendwie pflegeleichter ist, ein bisschen eigene Software mit dem Superblade, dass das alles ganz gut ineinander greift. Aber per se ist das nicht ein super hochwertiges Geschäftsmodell. Ja, da gibt es auch Konkurrenten wie zum Beispiel Dell Technologies, Quanta und Lenovo, die das haben, die jetzt auch keine hohen Multiples haben. Da ist es oft halt eine Sektion und der Vorteil von ihnen, sie sind halt ein Pure Play auf dieses Segment, was halt gerade der Hype ist und bei den Konkurrenten ein Teil. Trotzdem, wie gesagt, die Wertschöpfungstiefe ist halt nicht so hoch. Das sehen wir auch an der Grossmarge, die glaube ich so um die 20% ist. Und das, sage ich jetzt mal, wenn einem die Dinge aus der Hand gerissen werden. Sie haben wahrscheinlich auch gerade den Vorteil, dass sie halt sehr, sehr gute Beziehungen zu den Chip-Herstellern haben. Ja, wir sehen, er ist wahrscheinlich aus Taiwan, bekommen da halt die Chips ganz gut, können dann bessere Preise verlangen. Und wir werden hier auch zu einem Fazit kommen, so ein bisschen überraschenden Ergebnissen. Und die Frage ist halt auch ein bisschen, wie lange dieses krasse Wachstum halt beibehalten werden kann. Denn das hier, auch wenn man es vielleicht vermuten würde, ist jetzt nicht irgendwie eine neue reine Spekulation, weil diese Kurssteigerungen sind durchaus durch Gewinne auch unterlegt. Ja, im letzten Quartal haben sie 5 Dollar verdient. Das war davor halt noch 3,50 vor 2 Quartalen. Und der Ausblick ist auch noch sehr, sehr stark. Deswegen, wenn man sich die Zahlen anschaut, haben wir hier ein KGV fürs aktuelle Jahr von 43 und fürs nächste Jahr von 34 und dann sogar 30. Das ist natürlich hoch, aber es ist, wenn dieses Wachstum strukturell wäre von 30-35%, auch nicht verrückt. Und das ist halt die große Frage. Aber kurz vorweg, ich packe aktuell hier keine Position, aber es ist eine Aktie, die man vielleicht als Trader interessant finden kann oder wenn sie vielleicht irgendwie mal runterkommt, auch interessant sein könnte. Bei solchen Sachen ist aber halt, glaube ich, immer die Gefahr, dass sehr, sehr viel zyklisches Wachstum dabei ist, weil halt aktuell sehr, sehr viel investiert wird von den großen AWS, Meta etc. Die Investitionen werden auch mal zurückgehen oder natürlich an Konkurrenten mehr in solche Systeme investieren und da wird man, glaube ich, wahrscheinlich nie so eine Überrendite erzielen, auch wenn sie sich, sage ich jetzt mal, ein bisschen auch verbessert haben vom Geschäftsmodell, wie wir hier sehen. Also davor haben sie nur so Subsysteme verkauft, jetzt verkaufen sie halt auch schon komplette Lösungen, die die Kunden halt dann einfach nur, sage ich mal, reinschieben müssen und deswegen konnten sie halt auch stärker wachsen als die Konkurrenz. Hier sehen wir diese Racks, die sie halt produzieren, mit dieser eigenen Server-Software-Management, was sicherlich der größte Mehrwert irgendwie ist, zum Beispiel auch beim Cooling und sowas. Und wenn man halt hier gut vernetzt ist, ja, wir haben seit 30 Jahren da irgendwie aktiv ist,
dann ist man halt auch, sag ich mal, an den Entwicklerressourcen hier sehr nah dran, wenn irgendwie Intel, Nvidia, Broadcom oder AMD was Neues rausbringen. Das kann ein Vorteil sein, gerade gegenüber einem chinesischen Hersteller wie Lenovo oder sowas oder bei Dell, die halt eher im B2C-Bereich sind oder nicht so bei der Cutting Edge, sag ich jetzt mal, von der Technologie. Sie haben also definitiv starken Rückenwind vom Markt, ja, denn definitiv die Nachfrage nach Compute, nach Rechenleistung wird weiter steigen, das ist klar. Die Frage ist halt nur, wie viel Geld man dann damit verdient, was ihr Marktanteil ist sag ich mal, was dann auch die Bewertung ist von so einer Firma im eingeschwingenden Zustand. Ja, und hier sehen wir halt diese Explosion im letzten Quartal, die halt deutlich über den Schätzungen war, die sie selber gemacht haben. Ein bisschen wie bei Nvidia vor einem Jahr. Und dann explodieren halt auch, sag ich jetzt mal, so die Börsenkurse. Kunden sind aber vor allem in den USA. Ja, und das sind wahrscheinlich halt vor allem die großen 3, 4. Also das sind auch nicht so viele. Und China ist für unter 2% des Umsatzes. Also von der Seite hat man keinen so Risiko. Und es sind vor allem halt Server- und Storage-Systeme, die direkt halt zu den AWS dieser Welt gehen. Aber wir sehen, dieses Wachstum ist jetzt auch jetzt nicht so economies of scale. Ja? Die Margen, also die Grossmarge, ist hier sogar gesunken. Das kann natürlich mal sein, wenn man dann alles schnell einkauft und stark wachsen möchte, aber zeigt, eine Grossmarge von 15% ist wirklich wenig. Das ist fast wie irgendwie Großhandel, ja, wenn ich irgendwelche Produkte kaufe und verkaufe, Import-Export-Geschäft. Und es zeigt, sie haben ein paar technische Komponenten bei diesem Volumen, aber es ist überschaubar. Und das ist halt dann einfach die Frage, welches Multiple sowas dann verdient wird, vor allem wenn dann das Wachstum irgendwann hier runterkommen wird. Denn wenn wir mal einfach mal die Gewinne der letzten 4 Quartale nehmen, dann sind wir hier halt irgendwie bei $15 und wir sind halt fast bei $1,000 oder $800 Aktienkurs. Also da sind natürlich jetzt auch die Erwartungen stark gestiegen und ein Großteil der Performance halt auch schon erzielt worden. Trotzdem, wenn wir es hier anschauen und sie schaffen, die nächsten 2, 3 Jahre 25% zu wachsen, vielleicht jetzt am Anfang ein bisschen mehr, danach ein bisschen weniger, dann ist die Aktie trotzdem nicht krass überbewertet, ja, weil halt in 2, 3 Jahren dann durchaus ein KGV von um die 20 erzielbar wäre. Aber ihr seht, es ist halt auch kein Renditepotenzial mehr da. Und ich glaube, dass höhere Risiko ist, dass diese Schätzungen halt nicht irgendwann dann gehalten werden und dann geht das Multiple auch stärker runter. Und auch absolut ist es halt auch schon eine sehr, sehr große Firma, wo mehr Konkurrenz reinkommt, wo auch die großen Datencenter-Hersteller auch mehr eigene Kompetenz aufbauen. Und es auch gerade natürlich auch für einen Privatanleger schwierig zu verstehen ist, wer gerade da das Rennen macht. Und da gibt es schon unabhängig auch vom Chart auch so ein paar Kommentare, die schon ein bisschen an neuen Markt erinnern, wenn irgendwelche Leute all-in gehen in so einer Aktie, was meistens nicht so lange gut geht. Trotzdem, für Trader, um das AI-Thema zu spielen, kann man das machen. Wie gesagt, es ist nicht komplett verrückt von der Bewertung, anders als man es vielleicht auf den ersten Blick meinen würde. Aber wir haben es auch gesehen, der Chart ist auch schon ein bisschen so angeschlagen. Und, sag ich mal, die guten Nachrichten sind da jetzt drin. Und da kann dann eher, glaube ich, sein, dass halt dann auch nochmal mehr Konkurrenz in den verschiedenen Bereichen aufkommt. Was ist eure Meinung zu Supermicrocomputer? Gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.